Lang lebe Afrika. Wir reden nur, wenn wir stark sind. Lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika. Mama Afrika, meine Erde. Ein Ton so weit weg, aber nicht mehr. Wir sind heute hier, um auf strukturellen Rassismus zum einen aufmerksam zu machen, um auf die brutale Ermordung von George Floyd und auf Chrissy Schwundeck aufmerksam zu machen. Heute jährt sich der Todestag von George Floyd und Chrissy Schwundeck ist vor 10 Jahren verstorben. Sie sind verstorben, weil unser System inhärent rassistisch ist. Täterprofi, Nigger, Musikfehler, gute dicke Haut, Lederputzen, freie Wahl, wir wollen freie Wahl, eingetragen mit dem eigenen Namen, kein Markt für unsere eigenen Wahlen und mit globalen Großkonzernen keiner Bahn, wir regieren. Chrissy Schwundeck ging am frühen Morgen des 19. Mai 2012 zum Jobcenter Gallup, um ihr Arbeitslosengeld einzufordern. Das war ihr gutes Recht, denn ihr Antrag war vom selben Jobcenter bewilligt worden. Das Jobcenter und die Security-Dienst versuchten stattdessen ihre Kunden gewaltsam aus dem Jobcenter zu schmeißen und holten die Polizei dazu. Hier, ein paar Meter von hier, 200 Meter von hier wurde Chrissy Schwundeck von der Polizei ermordet, hier im Gallus in Frankfurt vor 10 Jahren. Sie wurde von einer Entfernung von 2 Metern erschossen. Das ist das Bild, das die Polizei in Frankfurt prägt, die kontinuierlich auf Migranten einschlägt, die kontinuierlich Migranten kontrolliert und stört und wir einfach nur friedlich leben möchten. George Floyd musste zwar von uns gehen, aber die Familie konnte im Endeffekt mit der Verurteilung haben sie quasi gewonnen. Sie haben gefordert, dass Derek Chauvin verurteilt wird und sie haben Gerechtigkeit im Endeffekt bekommen. Und dafür haben wir Druck ausgeübt. Ja, dafür sind wir letztes Jahr mit 20.000 Leuten durch Frankfurt gelaufen, um über strukturellen Rassismus zu sprechen und um über Polizeigewalt zu sprechen. Und im Endeffekt konnte somit dieser Fall die Thematik aufrechterhalten werden. Somit wurde das Licht darauf gerückt und im Endeffekt wurde Derek Chauvin inhaftiert. Und bestimmt ist es kein Rückschritt, dass das passiert ist, aber wir können es auch nicht als den größten Progress überhaupt feiern, weil sie einen Bullen geopfert haben, um das ganze System am Leben zu erhalten. Was ist ein Bulle aus ihrer Reihe wert gegen das ganze System, was unsere Leute jeden Tag auseinander nimmt? Es ist uns nicht genug. Wir wollen keine Krümel. Wir wollen den ganzen Kuchen. What? Redemption Song. Was all I ever had. Oh, no. Man muss verstehen, dass durch den Kolonialismus sich Rassismus bzw. durch Kapitalismus der Kolonialismus zum einen entstanden ist und sich daraus Rassismus herausbilden konnte. Bevor Kolonialmächte Afrika nach ihrem Belieben aufteilten, gab es keine Grenzen. Europa und USA zerschlagen seit ihren Gründungszeiten emanzipatorische Bewegungen. Für afrikanische Führer, die sich mutig gegen die nicht enden wollenden imperialistischen Tendenzen der ehemaligen Kolonialmächte stellten, wurde dies in der Regel mit dem Tod beantwortet. Durch die Ausbildung des globalen Südens wurde eine komplett andere Narrative geprägt. Schwarze Menschen wurden dämonisiert, wir wurden als Ware angesehen. Und seitdem existiert dieser weiße Suprematismus, also die Idee, dass weiße Menschen anderen Rassen überlegen seien. Der Westen tötete Marcus Garvey, Patrice Lumumba, Huey Newton, Fred Hampton, Thomas Sankara, Amikla Capra, Che Guevara, Malcolm X, MLK, Muammar Gaddafi, vertrieben Kwame Nkrumah und Assata Shakur und inhaftierten Doruba Bin Wahad, Mumia Jamal und viele weitere. Der Neokolonialismus ist immer noch eine Thematik. Unsere Brüder und Schwestern in Afrika werden immer noch ausgebeutet. Diejenigen, die der Westen als Feinde der Demokratie porträtiert, sind in Wahrheit Helden. Und dass in Frankfurt zum Beispiel überall Statuen von Bismarck stehen, ist einfach nur verletzend, weil wir wissen, dass durch ihn erst der Kongo-Kongress initiiert worden ist und Afrika quasi wie ein Spiel aufgeteilt worden ist, vehement einfach Grenzen gezogen wurden. Und wir dann dadurch geteilt worden sind und wir dadurch ausgebeutet worden sind und das immer noch vor sich geht.
Und ja. Diejenigen, die sich verhemmt gegen ausbeuterische, kapitalistische und neoliberale Politik wehren, um eine egalitäre Gesellschaft zu schaffen, in der schwarze Menschen selbst organisiert, selbstbestimmt und selbstbewusst sind, sind in Wahrheit Helden. Cause we ain't gonna stop till our people are free. We ain't gonna stop till our people are free.